Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im letzten Video, letzte Woche, hatten wir ja mal über unsere Gedanken und Fragen gesprochen, die wir im Vorfeld hatten, bezogen auf eine Trockentrenntoilette. Wen das interessiert, ich verlinke das da oben nochmal. In diesem Video geht es jetzt allerdings nur um den reinen Bau einer Trockentrenntoilette, beziehungsweise so, wie ich sie gebaut habe. Und das schneide ich euch jetzt gleich mal hier mit rein. Es war ja schon vor ein halbes Jahr ungefähr. Und zum Schluss melde ich mich nochmal und zeige, wie vom Prinzip auch die Toilette benutzt wird, hätte ich bald gesagt. Geöffnet wird, entleert wird, neu gefüllt wird oder wie man dann da so dran kommt. Also, viel Spaß mit diesem Video. Bis gleich. I'm gonna tell you right now. Ich habe bestellt die Trockentrenneinsätze von Separett. Das ist bei meinertrenntoilette.de. Ich verlinke euch das mal unten in der Beschreibung und das ist jetzt alles dabei. Fangen wir mal mit dem Eimer an. 16,6 Liter Eimer mit Deckel und Griff. Dann hast du einmal den Toiletteneinsatz mit Klobrille. Sieht dann so aus. Kann man das sehen? Ja. So, einmal von unten. Kennt ihr, das ist normal, ne? So, und da ist noch ein Schlauch dabei. Ich glaube, 2 Meter Schlauch. Anleitung und der Pipi-Behälter. Der hat 10 Liter. Und das ist alles in dem Karton hier gewesen. Und auf dem Karton gibt es dann noch die Schablone. Die kann man sich ausschneiden. Und dann passt da genau der Trenneinsatz rein. Ich habe mir dazu noch einen zweiten Kanister bestellt. Jetzt muss ich echt lügen. Auch 16 Liter. Ich verlinke euch den da unten mal mit rein. Der sieht dann so aus. Der ist zum Hinlegen, der ist ja zum Hinstellen. Ich habe da noch mal eine Idee im Kopf gehabt. Nun gut, schauen, ob das funktioniert. Und noch ein bisschen Holz und dann können wir eigentlich sofort loslegen. Mehr oder weniger. Ich habe selber auch noch nicht gemacht. Wollen wir mal sehen, wie das so funktioniert. Alles schön plan parallel. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen saugen hier. Hat ein bisschen Kleintierstreu gemacht. Dann habe ich mir das Muster von dem Karton abgemalt auf so ein Flipchart-Papier. Ich hätte es auch da ausschneiden können, aber ich wollte den Karton jetzt erstmal nicht kaputt machen. Das Ganze legen wir jetzt auf die Platte. Ein bisschen ausrichten. Das steht ja auch alles in der Bedienungsanleitung drin. Also hier 60 mm und an der Rändermasse einfach gleichmäßig. Das passt dann schon. Das kannst du ruhig auch großzügig ausmalen, ausschneiden. Und dann passt das schon. Ne? Hier einmal entlang ziehen und dann mit der Stichsäge aussägen. Wie gesagt, kann ruhig ein bisschen gröber sein. Dann kannst du dir den Einsatz, den Trockentrenneinsatz noch ein bisschen hin und her schieben, sodass es dann passt. So, und das Ganze machst du dann in 2 Platten. Die dritte Platte bleibt so, wie sie ist, voll. Da ist der Boden. Dann sieht das so aus. Bisschen großzügig geschnitten, wie gesagt. Auf jeden Fall ist die graue Kante jetzt deckungsgleich mit dem Holz. Dann müssen wir uns noch ein paar Hölzer zusammen schneiden, damit wir auf die richtige Höhe kommen.
Und ja, dann haben wir eigentlich alles soweit zusammen. Dann sieht das erstmal so aus. Jetzt habe ich erstmal nur den Deckel hier drauf gemacht. Bevor wir jetzt aber das hier alles verleimen, machen, tun und trilala, werde ich erstmal die Toilette im Wohnmobil ausbauen und gucken, inwieweit mein Plan funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, ich muss noch ein bisschen mehr umbauen. Das werden wir dann aber später sehen. Ne? Jetzt hoffe ich, dass man einigermaßen sehen kann hier. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wenn du den ganzen Schisselapeng hier raus hast, dann kannst du den hier das Brett hier so hoffentlich jetzt mal rausnehmen. Ja. Yeah. Unmöglich zu filmen, sorry. Aber ich zeige euch das jetzt mal kurz, wie die verbunden sind. Also, du hast überall diese Ecken, Schrankverbinder und davon gefühlt 4000 Stück an 1000 verschiedenen Ecken. Da müsst ihr euch echt mal durchwühlen. Also, wenn ihr jetzt auch ein eurer Mobil habt, mein Baujahr, mein Badezimmerschnitt hier, dann könnt ihr das, glaube ich, 1:1 übernehmen. Ich mache jetzt gleich nochmal eine Großaufnahme, wo die überall sind. Und ansonsten müsst ihr euch selber da mal durchfummeln. Ist auf jeden Fall nicht ohne. So. Und eben kackeneng. Aber ich glaube, ich habe jetzt so 10, 12 cm Raum gewonnen. Auch nicht schlecht. So, und erschwerend kommt noch hinzu, dass die auch noch diese Tackernadeln in den Ecken drin haben. Das zeige ich euch auch noch mal. Wie sind die hier? Da denkst du nämlich, die sind noch fest. Da ist noch irgendwo eine Verbindung, eine Schraube drin, ist aber nicht. Da musst du so ein bisschen zärtliche Gewalt anwenden. Frauchen war gerade da und hat mal Probesitzen gemacht. Und mein Gedanke war eigentlich, dass die noch ein bisschen weiter rein kann, die Toilette, also Richtung Wand. Die bleibt es aber genauso stehen, wie wir sie jetzt gerade hier sehen. Das würde bedeuten, ich muss noch mal ein paar Hölzer machen, weil da ist ja jetzt hinten so ein Abstand. Ich habe jetzt hier ungefähr 6 cm Luft. Und ich mache da jetzt einfach zwei neue Platten. Ja, zwei neue Platten. Und ich habe ja jetzt die Muster. Geht jetzt ratzfatz. Da unten ist noch der Wasseranschluss drin gewesen und ein Kabel. Das Kabel könnte ich theoretisch auch mal nutzen, wenn notwendig, da eine Ablüftung reinzumachen, damit das Ganze noch schneller abtrocknen kann. Den Wasseranschluss, den werde ich verschließen.
Ich habe mir da so einen Stopfen gedruckt und das ist, upala, und das ist der, das, upsala, und das ist das Rohr, was da drin steckte, und das werde ich jetzt verschließen und von der Seite mit Kleber dichten. Dann sollte da auch eigentlich nichts mehr passieren, wenn da die Druckwasserpumpe angeht. Ja, das machen wir jetzt erstmal. Ach so, ich werde das hier oder hier so absägen. Vielleicht mache ich hier, weiß ich noch nicht. Toilettenrolle vielleicht da unten rein. Auf jeden Fall muss das jetzt hier weg, weil sonst geht da der Deckel nicht auf, ne? Ist ja klar. So. Und das machen wir jetzt erstmal nochmal, ne? So, das ist jetzt mein Pin, den ich verschlossen habe. Hier ein bisschen Silikon rein. Hier den gedruckten. Und dann kommt der da. Kommt der da rein. Ne? Fertig. Also. Na komm her. Den Splinter noch rein. Und dann ist das gut. Ja, ich habe jetzt auch schon hier das Brett abgesägt. Und jetzt muss ich hier noch ein bisschen neu tapezieren. Und dann können wir das auch gleich schon einbauen, die Toilette. Nee. So, fertig. Naja, zumindest fast, ne? Habe ich jetzt alles verschraubt und verleimt. Und den Deckel hier habe ich jetzt erstmal nur aufgelegt. Den machen wir später fest. Wie, zeige ich noch. Bin mir noch nicht ganz sicher. So sieht das jetzt erstmal aus. Und hier drum soll er noch schön verkleidet werden. Und dafür habe ich mir Biegesperrholz geholt. Das ist sowas. Das kannst du schön biegen. Kann man das sehen? Ja, ne? 4,5 mm dick. Und das kommt dann hier so drum. Natürlich noch ein bisschen auf Höhe geschnitten. Und dann sollte das doch echt schick aussehen, glaube ich. Ja. Das wird verleimt, so dass man dann von außen keine Schrauben sieht und so. Also ein bisschen mal in schön, ne? Wir waren jetzt noch ein paar Tage unterwegs und haben das ganze Ding da hinten mal ausprobiert. Also so wie es ist, ohne Holzverkleidung, ohne alles. Einfach nur mal reingestellt. Und dann waren wir jetzt, glaube ich, 4 Tage, 3 Nächte in Südlohn. Übrigens war wieder sehr schön. Viele Grüße an die Gastgeber an der Stelle. Nee, aber wir haben es ausprobiert und ja, wir müssen noch ein bisschen was modifizieren. Ursprünglich, also losgefahren sind wir mit diesem 10-Liter Behälter, der steckte dann da so direkt einfach so drunter, ne? So dass der Schnösel hier reingegangen ist und gut war. So, 10 Liter wird zumindest für uns beide, Christine und mich, knapp. Das sind so ungefähr 2,5 Tage. Dann ist das Ding auch voll. Da habe ich aber dann gesagt, okay, ich habe ja noch den 16 Liter Behälter. Da sollten wir dann 3,5 Tage mit klarkommen. Des Weiteren hatten wir ja nur so einen kleinen Tupperware. Ja, so einen kleinen viereckigen Behälter, Tupperware, hatte ich mir hier oben reingeschoben für das große Geschäft. War natürlich zu klein, war ja klar. Also da musstest du wirklich jeden Tag leeren. Jetzt haben wir uns hier so einen Eimer organisiert. Der ist deutlich größer und das sollte jetzt funktionieren. Den habe ich mir jetzt hier entsprechend der Form mal so geschnitten, kann man das sehen, ja, hier so reingeschnitten, ne? Also der sitzt jetzt schön drunter und jetzt habe ich ja den großen Kanister, das sind glaube ich 16,6 Liter oder irgendwie sowas, gut 16 Liter, den habe ich mir jetzt hier unten reingelegt und die Verbindung hier, diesen, was ist das,
So ein Regentonnenüberlauf ist das. So, und den kann ich dann, oder da habe ich mir dann einen Trichter gebastelt, gedruckt, gebastelt ist gut, ne? Trichter gedruckt, PETG. Und den kann ich jetzt hier reinstecken und der Schnösel hier, wenn das da oben geführt wird, ist das dann, geht direkt rein, so. Und von da aus läuft es dann halt in den Kanister. Die Problematik mit dem Schlauch habe ich auch mal überlegt. Das mit dem Schlauch ist aber schwierig, weil der müsste dann so lang sein, dass ich das auf jeden Fall anheben kann. Weil, das ist das Nächste, ich mache jetzt hier kein Klappmechanismus, sondern ich hebe es ganz ab. Ich hebe es so, dass ich es so hinterher ganz abheben kann. Zeige ich nochmal ganz zum Schluss, wie ich das meine. Die wird dann hier geführt mit drei Führungspunkten. Zeige ich gleich nochmal oder später. So, und das ist an Modifikation erstmal soweit alles. Jetzt werde ich die Platten schleifen. Also die Bodenplatte werde ich jetzt von innen schleifen und dann mit Klarlack versiegeln, sodass mir da keine Flüssigkeiten reinziehen können. Und das wird ja dann auch so wie unsere Badezimmermöbel in diesem dunkelbraunen gebeizten. So. Und dieses Biegesperrholz genauso. Also, bevor ich das jetzt noch vergesse, diesen oberen Bereich hier, diese Öffnung, die werde ich überall so ein bisschen größer machen, frei Schnauze, damit ich den größeren Behälter jetzt auch von innen hier so rausnehmen kann. Und ich kann ja dann aus zwei Positionen rausnehmen. Einmal hinten auf der Original-WC-Klappe von außen. Aber wenn das Wetter mal nie so dolle ist, dann kann ich das auch von innen dann machen. Dafür muss es aber ein bisschen größer sein. Nicht viel, 2-3 cm, dann passt das schon. Watch me. Just follow every move. Touch me. Jetzt habe ich mich nochmal umentschieden. Ich wollte ja vorhin das hier lackieren mit Klarlack. Und das werde ich jetzt erstmal nicht machen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass mir hier die Seiten hier, wo der Klarlack mir dann runterläuft und vielleicht dann der Weißleim hier nicht mehr funktioniert. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, ich mache jetzt erst tatsächlich diese Flex-Sperrholz, ja, ihr wisst ja, hier das Ding, da dran. Und dann, wenn alles verklebt ist, dann kann ich hier von innen Klarlack drauf machen. Und dann könnte ich auch direkt die Kanten mit versiegeln. Ich glaube, das ist eine bessere Idee. So, jetzt habe ich mir schon ein bisschen was vorbereitet hier. Dass man sagen kann, das musste gleich relativ zügig gehen, wenn einmal der Leim dran ist. Ja, also ich klebe das jetzt fest und wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann war es das. Kriege ich nicht mehr ab. Drückt mir die Daumen. So sieht das dann aus. Gucken mal, ob ich euch das zeigen kann. Ne? Da ist alles schön rausgequillt.
Da auch. So, hier oben. Genau das gleiche Spiel. So, was mir jetzt wichtig war, dass hier diese Kante, dass die sauber anliegt hier, ne? War jetzt ein bisschen fummelig, aber geht. So, trocknen lassen. Ja, gute 2,5 Tage, fast 3 Tage hat es jetzt gestanden. Und jetzt gucken wir uns das mal an hier. Hoffentlich hat das jetzt angezogen. Ist ein bisschen frisch hier drin. Ne? Sehr schön. So, von innen ist das jetzt alle soweit. Dieser Weißleim ist jetzt gut durchsichtig geworden. Jo. Hier oben. Mir war ja wichtig, dass hier diese Stellen schön anliegen. Und das tun sie. So, von außen genau das gleiche Spiel. Die Kanten müssen wir jetzt entsprechend noch absägen. Und dann können wir das ein bisschen beizen und Klarlack bearbeiten. Vorher schleifen. Sieht gut aus. Das können wir so lassen. Hab ich hier einen Vogel drin? Guck mal hier. Sieht aus wie ein Vogelschiss, ne? Habe ich einen Vogel? Habe ich einen Vogel drin? Christen Vogel. So, das wäre dann ja, käme dann hier so rein. Und das passt gut rein. Vielleicht schon ein bisschen zu stramm. Ja. Zu stramm. Alter. Noch ein bisschen bearbeiten. Aber so oder so ähnlich wäre das dann. So, jetzt werde ich die Fläche hier, die Bodenfläche von innen mit Klarlack bearbeiten. Da werde ich hier dieses Klarlack Kunstharz hochabriebsfest Holzsiegel auf PU-Basis. Gut, das ist jetzt glänzend, ist nicht schlimm, ist innenliegend. Von Krautol. Ich glaube, der ist schon 100 Jahre alt. Geht aber immer noch. So, und dann werde ich das hier so ein bisschen höher machen. Damit, ja, wenn es mal undicht wird, dass man das nicht sofort ins Holz zieht. Das ist das einzige Bewandtnis. Ne? So sieht das dann aus. Jetzt habe ich zum einen nochmal den Deckel hier so ein bisschen bearbeitet. So, geht jetzt deutlich einfacher, ne? Und zum anderen habe ich jetzt hier drin Klarlack gemacht. Dann werden wir das jetzt hier auch schleifen, beizen. So, ich habe das jetzt ein bisschen nass gemacht, damit sich die letzten Holzfasern nochmal aufstellen. Das lasse ich jetzt trocknen.
aber nicht hier drin, eher im Wohnzimmer, denke ich. Und wenn es durchgetrocknet ist, dann schleife ich nochmal, ich denke mal mit 400er, viel kleiner habe ich nicht mehr, 240 habe ich nur noch, ja, irgendwie so 400er. Nochmal nach. Jo, neuer Tag, neues Glück. Das ist jetzt gut durchgetrocknet über Nacht. Und jetzt kommt der Klarlack drauf, dann schmirgeln, dann nochmal Klarlack. Und dann sollte das gut sein. Das geht jetzt ins Wohnzimmer natürlich zum Trocknen. Christine freut sich, glaube ich. Bisschen Schnüffelstoff. Aber das ist mir hier drin zu kalt. Das dauert hier ewig, bis das angezogen hat. Jo. Wenn das getrocknet ist, drüber schleifen, 400er oder sowas, was Feines. Dann nochmal lackieren oder ja, mit Klarlack bearbeiten. Und dann sollte das gut sein. 3 Tage und 2 Klarlackschichten weiter sieht das Ergebnis so aus. Ich bin zufrieden mit den Möglichkeiten, die ich hier habe. Sieht das schon recht ordentlich aus, wie ich meine. Jetzt werden wir ein bisschen finalisieren, denke ich. Der Klodeckel kommt jetzt noch drauf, der Einsatz muss noch eingeschraubt werden. Und die, ja, ich sag mal, Sicherungsbolzen, damit mir das jetzt hier nicht so, also es bewegt sich eigentlich gar nicht. Aber ich weiß nicht, was passiert, wenn man da so drauf sitzt und sich so ein bisschen hin und her schrubbelt. Keine Ahnung, was man so auf der Toilette alles macht. Dass mir das hier oben nicht ausbricht an der Kante. Deswegen werde ich jetzt hier nochmal 2 Sicherungsbolzen, also sprich Holzdübel, reinsetzen und dann schauen wir mal. Ich glaube, da müssen auch mal neue Forstlabore her. Ein bisschen stumpf. Mehr eingebrannt als reingeschnitten. Egal. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt habe ich, muss ich sagen, hier oben die beiden Löcher reingemacht. Und da kommen, oder die habe ich reingemacht, damit ich den Klodeckel hier von innen, also wenn der jetzt da drauf ist, kann ich den von innen mit den Schrauben einstellen. Das ist schon gut, dass da die Bohrungen jetzt drin sind. So, jetzt müssen wir noch diese Haltebolzen da reinmachen. Ja, und dann sollte er, glaube ich, soweit fertig sein. So, ich habe mir jetzt hier so einen Abstand gemacht, damit ich hier nicht durchbohre. So ein Zentimeterchen reicht völlig aus. Und dann geht der, dann mache ich 2 von diesen, wie heißen sie? 2 von diesen Holzdübel. So. Ja, sehen, ich bin da jetzt und da Löcher reingemacht und da sind übrigens die Löcher für die Verschraubung von dem Deckel. Deckel ist gut, ne? Von der Klobrille. So, da und da schnurren die dann gleich ein. Und dann ist das gut. So, das leimen wir jetzt ein, sägen die restlichen Pinne weg und dann ist schön.
da mal ein bisschen aufpassen, dass da kein Weißleim dran ist, sonst ist es fest. Dann sieht er vom Prinzip ja auch schon so aus. Tetreté, tetreté. Kann man das überhaupt sehen? Jo. Ja, jetzt zeige ich noch einmal kurz, wie ich die entleeren kann, also wie ich da dran komme, den Deckel hoch. Ich habe ja keinen Klappmechanismus, bei mir nimmt man ja den ganzen Deckel an. Zeige ich noch mal eben, damit ihr das auch noch mal gesehen habt und wie ich es auch von außen dran komme oder wie ich dann auch von außen dran komme. Ich habe ja die Originalklappe gelassen, so dass ich ganz normal auch von außen entleeren kann. So, und ab geht der vom Prinzip oder auf. Ganz einfach, nimmst den Deckel hoch, ziehst einmal am Deckel. Und stellst es ab. Und jetzt kann man hier alles rausnehmen. Ja. Ganz wunderbar. So, und rein geht genau andersrum. Erst vorne anlegen und dann drückst du ihn einmal rein. Fertig. Ja, das war es dann auch mit der Trockentrenntoilette. So sieht das bei uns jetzt aus. Wir sind nach wie vor sehr zufrieden mit dem Konzept, funktioniert wunderbar. Und wer es nachbauen möchte, kann es gerne nachbauen. Ich habe ja unten alle Sachen verlinkt, beschrieben auch, die ich verarbeitet habe. Und die Verarbeitung selber ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Ja, wer Fragen hat, rein in die Kommentare oder per E-Mail. Ich gebe mir größte Mühe, die zu beantworten. Und ja, würde sagen, das war's. Bleibt sauber, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr reingeschaut habt. Vielen Dank für eure ganzen Kommentare von letzter Woche noch. Ist ein bisschen ein gespaltenes Thema, glaube ich, aber soll jeder für sich selber klar machen. Also, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.